Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich vor, ein Mitglied einer Partei stellt in Aussicht, dass ein bestimmtes Prozent der Bevölkerung zu erschießen sei, und der Bundesvorsitzende antwortet darauf, dass man diese Menschen nur für nützliche Arbeit einsetzen werde. Das Entsetzen wäre grenzenlos, und das zu Recht. Ein kleiner Scherz, ein bisschen Ironie. Über die Menschenwürde macht man keine Scherze. Eine Einzelstimme, der Bundesvorsitzende. Und die innenpolitische Sprecherin verteidigt ihn auch noch, es sei keineswegs eine Entschuldigung notwendig gewesen für diese Äußerung. Dann ist doch die Frage erlaubt, was ist das für eine Partei, deren Mitglieder Witze über Exekutionen und Zwangsarbeit machen? Wir sagen es hier immer wieder aus gutem Grund, Worte bereiten Taten vor, Sprache steht am Anfang und Gewalt ist niemals gerechtfertigt. Und wer einen Eindruck von Zwangsarbeit bekommen will, der kann die Gulag-Dokumentation des ZDF sich ansehen. Hier geht es wirklich um Menschenwürde und um ein Menschenbild, denn Zwangsarbeit ist nach unserem Grundgesetz verboten. Die freiheitliche Grundordnung unseres Grundgesetzes sieht übrigens auch nicht vor, dass der Staat auch nur beurteilt, was nützliche Arbeit ist, sondern da steht die Berufsfreiheit in Artikel 12, und auch die ist Ausprägung der Menschenwürde. Da ist schon die Frage erlaubt, wie stehen Sie zu dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Da gibt es ganz schön Anhaltspunkte auch für ein taktisches Verhältnis zur Gewaltfreiheit in der politischen Auseinandersetzung. Da muss man nicht nur lesen, dass das Mitglied Ihres Ältestenrates, Frau Felfe, von revolutionärem Bruch schreibt, den man anstrebe. Man kann auch regelmäßig lesen, wenn bei Demonstrationen Straftaten begangen werden, dann sind Vertreter der Linken nicht weit, die sagen, man solle doch politisches Engagement nicht kriminalisieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserem freiheitlichen Rechtsstaat, in unserer Demokratie gibt es genügend gewaltfreie und friedliche Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren. Und wer das in Abrede stellt, der macht eigentlich unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat klein. Und das sind übrigens keine Einzelstimmen. Man kann in der Zeitung ihrer, zum Beispiel eines Kreisverbandes der Linken, regelmäßig lesen, auch zu solchen Fällen nach Verurteilungen, das Urteil gegen den Genossen ist eine juristische Farce und eindeutig politisch motiviert. Das sind offizielle Verlautbarungen, und in unserem Land gibt es unabhängige Gerichte. Da entscheiden immer noch unabhängige Gerichte, was strafbar ist und was nicht, und nicht Politiker nach ihrer Sympathie und Opportunität für Taten. Und schließlich gibt es leider auch genügend Anhaltspunkte für ein taktisches Verhältnis zum Parlamentarismus, ja für Parlamentsverachtung. Wir durften jetzt auch zur Kenntnis nehmen, dass ein Mitarbeiter Ihres Fraktionsmitglieds Stäbel sich dazu äußert, dass man in Parlamente nur geht, um Staatsknete abzugreifen oder um als parlamentarischer Beobachter an Versammlungen teilzunehmen. In vielerlei Hinsicht ist dort Parlamentsverachtung zu hören in diesen Äußerungen. Und deshalb ist es auch berechtigt zu fragen, wie stehen Sie zu dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung, in der in Parlamenten entschieden wird, in der Argumente entscheiden, in der man sich friedlich auseinandersetzt. Das müssen alle Demokraten jederzeit verteidigen. Gewalt ist niemals berechtigt, egal von wo sie kommt. Und Hannah Arendt hat mal gesagt, Freiheit ist der Sinn von Politik, und nicht ohne Grund geht auf sie die Extremismus- und Totalitarismustheorie zurück. Wir müssen jedem Angriff auf die Gewaltfreiheit unserer politischen Auseinandersetzung, jeder Verächtlichmachung der demokratischen Willensbildung entgegentreten. Und das werden wir Freien Demokraten auch weiterhin tun. Und dazu sollten wir zusammenstehen und, egal von wo diese Angriffe kommen, sie gemeinsam beantworten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Teutelberg. Nächster Redner ist der Kollege Christoph Stern.